So, kommt zum Shop-Update von RTL beziehungsweise heute erstmal wöchentliche zeigen wir uns, gucken uns mal an, wie wieder ein Waffenverbesserer. Fast jede Woche ein Waffenverbesserer, das wird glaube ich jetzt Standard. Solange es keine Waffen oder Vorteil-Fix-Dinge sind, ist alles gut. So, dann haben wir noch Straßen zum Sommer. Es gibt Eskortiere Quinn Teil 2, Rennfieber. Jona. Das gucken wir uns auch mal kurz an. Ist nur die Frage, wo war die jetzt nochmal unter? Was war die nochmal drin? War die hier? Nee. Ah, Roach. Das ist die. Erhöht die kritische Trefferwertung von Schwerter, Äxten und Sensen um 15 oder als Kommandant um 45. Ja, könnte man vielleicht in dieses Unterstützungsslot tun, wo man. Was war das denn noch gleich? Den Sturmkönig, wo man das Horn bearbeiten muss, zum Beispiel. Könnte man, wenn man jetzt noch keine Metallwaffe hat, dann kann man hier das mit Äxten, Schwertern oder Sensen machen, obwohl es mit Schwertern natürlich. Ich glaube, welches Schwert war das? Dieses lange Schwert da von den Frostknight bekommen. Das ist auch gut dafür. Falls man das als Alternative nutzen will, kann man das nutzen. So, dann kommen wir jetzt auch zu dem Shop von diese Woche. Was haben wir denn? Patriotin Penny. Ah ne, die war schon drin, genau. Prähistorische Isa. Warum gucken die eigentlich immer nach da? Die braucht. Also die ist natürlich heißer Kandidat und auch immer noch für Sturmkönig. Zum Beispiel, wenn man die Lux Cassandra macht. Solange der Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 33. Oder um 100. Aber da wird die eher ins Unterstützungsslot getan. Also wäre das eigentlich schon ziemlich gut. Was haben wir denn noch hier? Oh, die mopprige Schaufel. Boah, die ist, ich weiß noch, ich vor 2, 3 Jahren oder so kam die eigentlich regelmäßig in den Shop. Dass die jetzt mal wieder reinkommt, das ist ein Wunder. Ich hatte die mal getestet. Also an sich würde ich ja sagen, so eine Schaufel. Ja, okay, die ist jetzt nicht so besonders. Eigentlich ist sie nichts Besonderes, aber da kann man eigentlich schon mitspielen. Aber jetzt vom Aussehen und so würde ich sagen, es schreckt ja eher einige ab, als dass man die spielt. Die hat einen guten, schweren Schlag zum Beispiel. Und der stößt einige an Gegner weg. Also, könnte man eigentlich machen. Aber natürlich, da gibt es bessere Waffen. Die Libelle, nee, die braucht man nicht zu besprechen, die ist Müll. Legendäre Kraftquellen, das kann man sich holen. Raufbolden Luna, verringert die Abkühlungszeit von Halbmondtritt. 20% oder 60%. Halbmondtritt habe ich nie wirklich verstanden. Also klar, es verwirrte Gegner, aber. Braucht man eigentlich nicht wirklich. Sägereißer? Nee, also Sägereißer. Nee, würde ich nicht empfehlen. Auch nicht gut. Sturmspitze. War doch. Auge des Sturms. Blitz in der Flasche. Ja, Überleben, da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Reiner Regentropfen, dann gibt es wieder 70 Stück. Letzte Woche gab es das auch. Das sagt man, das ist ein Highlight. Das kann man auf jeden Fall machen. Verstehe nicht, warum man nicht einfach nur linear und das einfach durchziehen kann und es kaufen. Anstatt muss ich hier die ganze Zeit den R2 tippeln, damit er bis zu 60 kommt. Ist auch irgendwie nervig. Fix noch. Ja, sonst.
Sonst haben wir diese Woche nichts. Ja, so ein Highlights sind eigentlich, glaube ich, Prehistorische Isa und ihre Aufrollin Luna. Ansonsten, naja, Morbelgeschaufel kann ich noch ein bisschen empfehlen. Ansonsten den Waffenverbesserer für diese Woche wieder, ja, mehr haben wir nicht.